Meine Freundin Vanessa und ich haben uns gegenseitig Witze vorgelesen von dem Kartenspiel von LOL und dabei durften wir nicht lachen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil. Was ist braun, piept, stinkt zum Himmel und fliegt durch die Luft? Hast du eine Antwort? Nee. Das Kotkäschen. Ah. Neue Vogelart. Was ist die lustigste Automarke? Scherzedus. Mit welchem Auto ist man besonders langsam unterwegs? Mit einem Lamborghini. Wegen Lamborghini, Lam. Ich höre auf, dir die Witze zu erklären. Ihr einfach weiter. Einfach ignorieren. Was ist weiß und schwingt sich von Torte zu Torte? Tarzipan. Hm. Mhm. Lass mich ran, jetzt kommt irgendwas mit Torte. Nee. Marzipan? Nee. Tarzipan? Nein. Schatz! Ja. Wie nennt man die Katastrophe morgens auf der Waage? Ich? Lunami. Den verstehe ich nicht. Nee, Tsunami. Kannst du lesen? Das ist scheiße. Ich schreibe meine Schrift. Nee, da steht Tsunami, nicht scheiße. Tsunami. Boah, du musst es doch richtig vorlesen. Ja, aber das hier ist doch steht der Tsunami. Und nicht Tsunami. Ja, aber Betonung. Mann, Witze sind auch Mann. Was hilft gegen Eisenmangel? Schraubensaft. Wohin geht die sehbehinderte Brezel? Nirgendwo. Zum Laugenarzt. Das bringt mir nicht zum Laugen. Mann, du musst auch lachen jetzt! Ja. Was ist klein, rot, glänzt und fährt ständig rauf und runter? Eine Kirsche im Fahrstuhl. Hm. Unerwartet. Was ist orange und liegt auf dem Müll? Orange. Eine Apfelsine. Ah. Ja. Guck, du lachst auch nicht. Die Wortwitze sind ja echt ein großes Thema. Achso, falsch. Wie nennt man einen Delfin in Unterwäsche? Slipper. Papa, was ist ein Alkoholiker? Pass auf, Junge. Siehst du die vier Bäume da drüben? Ein Alkoholiker würde 8 Bäume sehen. Papa, da drüben stehen aber nur 2 Bäume. Ah. Mhm. Schmunzel, lach jetzt! War gestern Abend ziemlich betrunken. Habe ein Taxi genommen. Bringe es aber noch heute zurück. Warum nickst du die ganze Zeit? Kommt ein Arzt zum Mann. Fragt der Mann, müsste es nicht umgekehrt sein? Das ist mir auch aufgefallen beim Lesen. Wie begrüßen sich zwei Schönheitschirurgen? Was machst du denn heute für ein Gesicht? Verstehst du? Ja. Oha, Digga! Halber, wow. Warum sind Eisbären weiß? Damit man sie nicht mit Blaubeeren verwechselt. Ergibt aber keinen Sinn, weil das ist ja eine komplett andere Schreibweise. Unlustig. Eine Kängurumutter hüpft wild durch das Outback. Als sie eigentlich endlich anhält, guckt ein kleiner Pinguin aus ihrem Beutel und kotzt sich die Seele aus dem Leib. Meint die Kängurumutter, ich wusste doch, dass es keine gute Idee mit dem Schüleraustausch war. Ah, soll ich nochmal vorlesen? Nein, ich hab's verstanden. Du solltest unbedingt zum Psychiater, wenn du bei Selbstgesprächen Neuigkeiten erfährst. Ah. Was ist das Lieblingslied von Elektrikern? What is love? Er sah Licht am Ende des Tunnels. Er war der ICE. Steht das da noch? Nee. Warum sind Elefanten groß, grau und runzelig? Wenn sie klein, weiß und glatt wären, wären sie Aspirin. Warum heißt das Pferd Pferd? Weil es auf der Erde lebt, wenn es fliegen könnte, hieße es Pflucht. Aber andere Tiere leben ja auch auf der Erde und heißen nicht. Was mit Pferd? Man muss die auch kommentieren. Was ist braun, knusprig und läuft mit dem Korb durch den Wald? Ein Brotkäppchen. Was ist gesund und kräftig und spielt den Beleidigten? Ein Schmollkornbrot. Ah, ein Schmollkornbrot. Ein Schmollkornbrot. Ein Schmollkornbrot. Ja, okay. Von wem bekommen Fische die Post gebracht? Von U-Booten. Warum hat der Fisch nicht angebissen? Er hatte den Eindruck, die Sprache hat einen Haken. Ah, die Sache hat einen Haken. Ach. Meine Sprache hat auch einen Haken. Boah, ist das heiß. Wenn das so weitergeht, lasse ich mich von der Polizei beschatten.
Polizist, Ihre Reifen sind abgefahren. Autofahrer, danke, Ihr Blaulicht sieht auch ganz schön cool aus. Steht ein Pferd am Geldautomaten. Da fliegt eine Kuh vorbei. Sagt das Pferd, Sachen gibt's. Service am Flughafen. Ihr Flug wurde gestrichen. Passagier, und wie lange muss die Farbe trocknen? Was geschah mit dem Mann, der gestern im Flugzeug einem Blinden seinen Platz überlassen hat? Er ist seine Pilotenlizenz los. Oh. Blöd gelaufen. Was steht auf dem Herd und keiner darf es wissen? Top Secret. Mhm. Ja, Wortwitze sind groß. Was sagt der Holzwurm abends zu seinen Kindern? Ab ins Brettchen. Siri, warum sind Frauen so komisch zu mir? Mein Name ist Alexa. Hast du einen? Das habe ich online zu Warum sind Frauen so komisch zu mir gefunden. Als Maul, mach mir Brot. Mein Siri redet. Stell dir vor, ich hätte noch eine Alexa gehabt, die angegangen wäre. Wie heißt die Frau von Herkules? Frau Kule. Ja, ich wollte es gerade sagen, ich wäre ohne Spaß drauf gekommen. Du musst die Pausen länger lassen. Auch noch mal überlegen. Länger. Ja. Wie nennt man Wale, die nicht ganz rund sind? Das übertreibt's nicht. Also wie nennt man Wale, die nicht ganz rund sind? Ovale. Wie nennt man einen Aal, der nur geradeaus schwimmen kann? Linear. Mann, das ist so dumm! Wie nennt man eine Hexe, die in der Wüste wohnt? Nee. Sandwich. Ah! Was macht ein... Ich weiß nicht, was das ist. Aber du kannst doch trotzdem. Inuit? Ah, ja. Was Eier? Ah, ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich aber nicht. Auf einer Eisscholle. Frieren. Was ist das denn jetzt, dieses Inuit? Ist ein Einwohner, ein Mensch, ein Inuit. Welches Gemüse ist besonders lustig? Kichererbsen. Wie nennt man eine gesellige Hülsenfrucht? Kontaktlinse. Was bestellt ein Kannibale im Restaurant? Den Kellner. Ich habe meinem Freund einen Limonadenwitz erzählt. Fand er nicht so lustig. Fand er lustig. Oder lustig. Wie heißen die Geschwister vom Werwolf? Wie-Wolf und was-Wolf? Du musst lachen, lass es raus! Heute ist Putztag. Die erste Tafel Schokolade habe ich schon verputzt. Könnte ich sein. Früher war alles leichter. Du zum Beispiel. Oh. Da stand ich zum Beispiel. Oh. Das ist wirklich ich oder du? Na, ich zum Beispiel. Warum sagst du dann du zum Beispiel? Entschuldigung. Oh. Nein, Mimi, mach die letzte Karte. Nein. Ich habe die Süßigkeiten-Schublade aufgeräumt. Jetzt ist mir schlecht. Ja, mach ich auch immer. Was ist schwarz-weiß? Was ist schwarz-weiß und hüpft von Eisscholle zu Eisscholle? Ein Springguin. Ja. Und wir machen den letzten Witz, meine Damen und Herren. Und zwar, was ist grün und läuft durch den Garten? Ein Fluchtsalat. Der will wohl nicht gegessen werden. Fertig! Ach.